Ich denke, ich werde das Problem mal mit einem Gate versuchen anzugehen. Dafür gehen wir hier in den Insert des Kanals. Ich schiebe dieses Plugin 1 weiter runter, weil ich möchte das Gate gerne vor dem Kompressor haben, weil der Kompressor schränkt ja die Dynamik ein und insofern wird es für das Gate noch schwieriger herauszufinden, was jetzt denn die Attack ist und was die Sustain. Wobei, eigentlich habe ich ja hier recht viel Attack durchgelassen, könnte ich das Gate wahrscheinlich auch danach einsetzen, aber ich mache es einfach jetzt mal davor, weil das ist Lehrbuchstyle. Und als Gate nehme ich das Cubase eigene Gate. Das hat hier so einen schönen Sidechain. Und da werde ich jetzt auch erstmal mit der Frequenz ein bisschen suchen, wo denn die Attacks so am meisten rauskommen von diesen Toms. Das hören wir uns jetzt mal an. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich eher hier oben, so 5K im Bereich. Ja. Ah, hier habe ich das Gefühl. Okay, dann gucken wir mal, wie weit wir runtergehen müssen mit dem Threshold. Weiter. Okay. Machen wir mal Attack-Zeit sehr schnell. Ja. Yeah. Und hier Release-Zeit noch ein bisschen kürzer. Ah, ein bisschen mit dem Threshold. Der letzte Ton kommt nicht mehr durch. Jetzt sind wir gut. Also mit. Ohne. Das finde ich gut. Wir hören mal. Ja, schon besser. Okay, und jetzt als letzten Schritt nehme ich noch einen EQ. Filter alles Tieffrequente weg, was wir nicht brauchen. Gebe ihm vielleicht noch ein bisschen Attack. Ja, warum nicht? Und dann machen wir den Kanal insgesamt ein bisschen lauter. Ja, warum nicht? Als nächstes kopiere ich diesen Part zweimal hintereinander und diesen hier kopiere ich nochmal vier Takte weiter nach hinten. Selektiere beide, Steuerungstaste rechtsklick, kommt hier meine Toolbox. Das Glue-Tool, mache ich die beiden zusammen und erweitere das hier. Dann habe ich einen kompletten 8-Bar-Loop. Hier mache ich dasselbe, Glue-Tool. Und schon sieht das nach was aus. So, was haben wir oben vergessen? Diese ganzen Slices. Den ersten will ich auf jeden Fall mal so haben, wie er war. Den kopiere ich mir mal 8 weiter. Ja, da werde ich mir wahrscheinlich noch was überlegen. Ah, ich denke, ich kopiere einfach mal den ganzen Rest auch nochmal. Geht nicht so, wie ich es gerne hätte, offensichtlich. Dann machen wir das eben anders. Nehmen wir Bass und Relativ. So, jetzt funktioniert das. Ja, also ich denke, ich werde da bei den Slices auf jeden Fall noch was ändern müssen. Da muss ich mir aber erstmal was einfallen lassen. Ich denke, bei denen hier, die werde ich ein bisschen auf die Toms abstimmen. Vielleicht die ersten paar, wenn ich sie finde. Hier. Vielleicht sogar rausnehmen. Alt und M, Muted MIDI Events, wenn man sie selektiert hat. Ja,
Nehmen wir den noch dazu, machen die hier mal kürzer. Nicht. Und hier hinten, dieser verzögerte ist auch komisch irgendwie hier. Da werde ich, denke ich, einfach mehrfach diese Slice einfach bringen, genau da, wo die Hi-Hats sind. Alles selektieren und hier dann mit der Länge. Mal gucken. Vielleicht kann man mit dem Pitch Wheel hier was anfangen. Da muss ich nochmal zurück in den Kontakt. Hier in dieses Instrument rein. Und dann muss ich hier unter Modulation. Nein. Hier unter Modulation, hier sieht man Pitchband. Das moduliert den Pitch. Und das macht es momentan 2 Halbtöne. Ich hätte es aber gerne vielleicht einfach eine ganze Oktave. Deswegen drehe ich das hier auf. Und gucke mal, wie sich das jetzt anhört. Schon geiler. Mal gucken, wie sich das anhört mit diesen Slices. Ha. Nach unten oder nach oben ist jetzt die Frage. Ich denke, ich gehe erstmal nach unten. Okay, das habe ich aufgenommen. Kann man sich hier das ein bisschen nach oben schiebt, sieht man hier ein kleines Pluszeichen. Dann gibt es hier eine weitere Lane, eine weitere Zeile eben, wo man sich Controller-Daten angucken kann. Und hier Pitchband hat ein Sternchen bekommen, was bedeutet, wir haben Daten geschrieben und die sehen wir jetzt hier. Hier passe ich das auch wieder den Toms an. Ah, hier steht noch. Ne, hier steht noch dieser eine Ton ein bisschen zu lange. Das ist der hier. Den machen wir mal kürzer. Ja, so ist besser. Dann kann ich das hier auch mal kürzen. Und insgesamt stehen wir jetzt hier. Machen wir einfach mal von dieser Steigerung. Ich denke hier diese komischen U's, die da so runtergepitcht werden, die werde ich durch ein U ersetzen, was runtergepitcht wird. Ja, das ist cool.